Hallo meine Freunde, schaut mal, was ich euch hier aufschreibe. 1227. Was bedeutet das? Erst im Jahr 1227 kam ein gewisser Stephen Langton und der hat Kapitel hinzugegeben in der Bibel. Also bis zu diesem Zeitpunkt gab es in der Bibel kein einziges Kapitel. Das war 1227 und dann mehr als 300 Jahre später, 1551, dann kam ein gewisser Robert Stephanus und dieser Robert Stephanus, der hat dann auch nicht nur die Kapitel so gelassen, sondern der hat dann auch Verse hineingegeben und er hat in alle Bücher des Neuen Testamentes hat er einfach Verse hineingegeben. Und dann kamen natürlich auch noch die Überschriften dazu. Denk nur einmal. Wir alle kennen das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Korrekt? Nur, Jesus hat niemals gesagt, ich erzähle euch das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich persönlich mag den Titel überhaupt nicht. Ich finde, der Titel ist falsch. Ich persönlich glaube, hätte Jesus dem Gleichnis einen Titel gegeben. Er hätte dem Gleichnis niemals den Titel gegeben, der verlorene Sohn. Und ich sagte, warum ich das glaube. Denke mal, was war der ganze Zweck hinter diesem Gleichnis? Der Zweck hinter diesem Gleichnis, das Ziel, das Jesus hatte, niemals den Fokus auf den verlorenen Sohn zu legen. Im Grunde genommen geht es im Gleichnis nicht um den verlorenen Sohn. Der Grund, warum Schau dir den Kontext an. Schau dir die Gleichnisse vorher und nachher, die Jesus erzählt, im selben Kontext. Da geht es um den liebenden Vater, der Sehnsucht hat, das Verlorene zu finden. Was tun wir? Wir reden vom Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wir legen den Emphasis, wir legen die Betonung auf den verlorenen Sohn, der das Erbe genommen hat. Wie konnte er, der weggegangen ist, der beim Schwein gelandet ist? Ähnlich hat er gelernt. Wenn du mich fragen würdest, welchen Titel ich diesem Gleichnis geben würde, ich würde sagen, das war das Gleichnis des extravagant liebenden Vaters, des Vaters, der liebt mehr als alle anderen. Niemand liebt so wie dieser Vater. Das würde ich so sagen. Aber okay, welchen Titel wir auch immer nehmen wollen, dann sollen wir nehmen. Was ich euch damit sagen möchte ist, wir haben sogar Überschriften, die drinnen stehen in der Bibel, die haben wir fast als Wort Gottes verwendet. In Wirklichkeit haben das Menschen hinzugefügt. Verse und Kapitel wurden erst 1551 war das erst abgeschlossen. Und dann haben wir etwas Folgendes gemacht. Und zwar schneiden. Und das ist so normal. Und einfügen. Ich mache das jeden Tag fast. Schneiden und einfügen. Ich schreibe hier alles drunter und drüber auf meiner Tafel. Wisst ihr warum? Ich habe nicht mehr viel Blätter und ich habe die Zeit auch jetzt gar nicht, dass ich noch einen neuen Block kaufe, bevor wir diese Serie fertig aufnehmen. Darum mache ich ein bisschen kleiner geschrieben, enger zusammen. Und diejenigen, die Bäume lieben, die werden mir sehr dankbar sein dafür. Und zwar dieses Schneiden und Einfügen. Ja, ich liebe das. Toll, dass es beim Computer diese Möglichkeit gibt. Schneiden, einfügen. Schneiden, einfügen. Finde ich wunderbar. Verwende ich ständig beim Computer. Nur bei der Bibel dürfen wir es nicht tun. Aber wir haben es bei der Bibel getan. Wir haben bei der Bibel einfach Dinge rausgeschnitten und die haben wir uns dann irgendwo raufgeklebt. Die nehmen wir dann mit. Wie gesagt, der Heilige Geist muss, soll und wird das ständig tun. Du darfst es aber nicht. Du kannst nicht irgendetwas rausschneiden, irgendwas aus der Bibel und sagen, das ist das Wort Gottes. So steht's doch. Einer der größten, zumindest von meinem Verständnis, einer der größten Gelehrten, möchte ich mal sagen, unserer Zeit, einer der größten Bibelgelehrten unserer Zeit und der außergewöhnlichsten Theologen ist ein Mann namens F.F. Bruce. Und dieser F.F. Bruce, ich schreibe ihn euch herauf, ich weiß gar nicht, ob es von dem was auf Deutsch gibt, aber das könnt ihr ja herausführen. F.F. Bruce.
Und dieser Mann ist wirklich einer der außergewöhnlichsten Theologen und Gelehrten. Und schau mal, was F.F. Bruce gesagt hat. F.F. Bruce hat gesagt, wenn irgendjemand die Briefe des Apostel Paulus liest, ist es so, als ob er nur einen Teil des Telefongesprächs hören würde. Also quasi, du sitzt neben jemand, der hat das Telefon am Ohr. Und du hörst nicht, was die Person in das Telefon hineinspricht, du hörst nur, was die Person antwortet. Verstehst du, was ich meine? Also ich sitze hier und ich habe ein Telefongespräch. Ich habe das Telefon am Ohr und du kannst nicht hören, was die Person zu mir sagt. Aber du hörst meine Antworten. Und dieser große Gelehrte hat gesagt, wenn wir heute die Briefe lesen des Apostel Paulus, ohne zu achten, was war die andere Seite der Geschichte, was haben die Korinther an ihm geschrieben, was haben die anderen ihm gesagt, welche Wahrheiten wurden da weitergegeben von den anderen, worauf hat er eigentlich reagiert und diese Briefe geschrieben, dann sagt dieser Mann, es ist so, als ob wir nur die eine Seite des Telefongesprächs hören. Du hörst nur das, was ich antworte, aber du weißt nicht, was die anderen gefragt haben. Darum ist auch so wichtig, meine lieben Freunde, wenn wir die Bibel studieren, dass wir sie auch die Kultur studieren. Weißt du, ich habe immer wieder gesagt, wie solltest du Jesus verstehen, wenn du nicht mal verstehst, in welcher Kultur er gelebt hat, hineingesprochen hat. Johannes 4, Jesus mit der Frau am Jakobbrunnen. In dieser Kultur war das eine absolute Absurdität. Er tat es. Und wenn du mal verstehst, in welcher Kultur Jesus gelebt und gesprochen hat, dann wirst du auch sehen, wie liebevoll, gütig, freundlich, umarmend er war. Der nächste Punkt, den ich hier machen möchte, ist eine große Gefahr, wenn es dahin kommt, die Bibel richtig auszulegen, richtig anzuwenden und zu verstehen. Hier. Gott kennen versus Bibel kennen. Und weißt du, warum das so wichtig ist? Ist es wichtig, die Bibel zu kennen? Natürlich ist es wichtig, die Bibel zu kennen. Ich habe ja gesagt, ich befasse mich mit der Bibel jeden Tag. Es gibt kaum einen Tag meines Lebens, wo ich mich nicht mit der Bibel befasse. Sie studiere, sie lese, darüber meditiere, nachsinne und vor allem sie anwende. Aber weißt du, was ein großes Problem ist? Wenn es für dich wichtiger wird, wenn das hier für dich wichtiger wird als das hier, dann wirst du, ich werde dir schon sagen, die Bibel falsch verstehen, die Bibel falsch interpretieren, die Bibel falsch auslegen und vor allem die Bibel falsch anwenden. Jedes Mal, wenn die Bibel dich nicht dazu bringt, ihn besser kennenzulernen, hast du die Bibel falsch verstanden, falsch angewendet, falsch interpretiert. Und denke mal, wie viele Menschen kennen die Bibel so gut und so genau. Denke mal, in unserer heutigen Zeit, wo wir leben, vor allem wir Europäer, und ich sage das nicht abwertend, einfach als Fakt, wir kopflastige Europäer, die alles wissen wollen, wissen wollen, wissen wollen. Wissen ist Macht. Je mehr ich weiß, desto mehr Macht habe ich. Hör zu, mein lieber Freund. Je besser du ihn kennst, desto besser wird dein Leben sein. Und wenn wir denken, dass wir noch einen Kurs machen müssen, um die Bibel besser zu kennen, noch etwas lernen müssen, um die Bibel besser zu kennen, wenn wir denken, dass das wichtiger ist als dieses hier, dann kann ich dir sagen, dann werden wir die Bibel missbrauchen, falsch anwenden und auch die Bibel falsch verstehen. Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Wenn die Bibel dich nicht dahin führt, ihn besser zu kennen, ihn besser zu erleben, ihn besser zu ergreifen, ihn besser zu verstehen, dann hast du die Bibel falsch verwendet. Ich zeige hier einen Bibelabschnitt, der mich so ergriffen hat, den ich liebe ich so sehr. 1. Johannes 5, Vers 20. 1. Johannes 5, Vers 20. Schau mal, was die Bibel hier sagt. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns ein Verständnis, hat auch mit Wissen zu tun, gegeben hat.
damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Schau mal, hier in diesem kurzen Abschnitt sind drei verschiedene griechische Worte. Das erste, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Das Wort für wissen ist einfach wissen, genauso wie es auch korrekt übersetzt wurde. Ich habe ein Wissen davon, dass Jesus Christus gekommen ist. Wir wissen, vor 2000 Jahren ist er auf diese Erde gekommen. Und dann sagt die Bibel weiter, der Johannes sagt, wir wissen aber, das heißt, wir haben ein Wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns ein Verständnis gegeben hat. Hier das Wort Verständnis, das hat zu tun mit Nachsinnen zu meditieren, damit wir ihn, den Wahrhaftigen, erkennen. Und hier ist wieder ein anderes Wort im Griechischen. Dieses Wort bedeutet erkennen durch Erleben. Also hier verwendet der Apostel Johannes drei verschiedene Worte im Griechischen für Wissen, Erkennen und Verständnis zu haben. Aber hier ist, was er wirklich sagen möchte. Wir haben mal ein generelles Wissen, dass Jesus Christus tatsächlich gekommen ist. Und er hat uns ein Verständnis gegeben, nämlich indem wir darüber nachsinnen, was er ist, wer er ist und was er uns tatsächlich gegeben hat. Dadurch erkennen wir auch den Wahrhaftigen, indem wir ihn auch erleben. Das heißt, das erste ist ein einfacher, normales, ich sage mal, wie wir es gerne so ausdrücken, ein Kopfwissen. Das erste ist ein normales, rationales Verständnis. Okay, Jesus kam eines Tages, das stimmt. Das zweite ist, ich soll ihn erkennen. Und das geschieht, wenn ich darüber nachsinne, darüber meditiere, über Jesus, das fleischgewordene Wort. Und dadurch komme ich dann zum erlebten Erkennen, was ich dann wirklich im Herzen ergriffen habe und dann auch erlebe. Und das kannst du anwenden auf alles. Wir erkennen, dass Jesus unsere Krankheiten getragen hat. Stimmt, das wissen wir. Das wissen wir alle. Wenn wir nur Jesaja 53 lesen, wissen wir das. Nur hier dürfen wir nicht stehen bleiben. Durch das Wissen müssen wir auch jetzt zum Erkennen kommen. Und zum Erkennen kommen wir, indem wir das anerkennen und darüber meditieren. Und wenn wir darüber meditieren, weil wir es anerkannt haben, dann werden wir auch zum erlebten Erkennen kommen. Dann wird das etwas sein, was wir in unserem Leben erleben. Daher, wir dürfen nicht das Bibelkennen, das Bibelwissen als Priorität achten. Das Kennen der Bibel muss uns immer zum Kennen Gottes hinbringen. Alles, was wir in der Bibel lesen und in der Bibel auch wirklich da wahrnehmen, das muss uns immer zu diesem Punkt herbringen, dass wir ihn besser kennen, ihn mehr erleben, ihn besser verstehen lernen. Und das geht auf eine ganz eine einfache Art und Weise. Erstens, das Wissen zu haben. Okay, ja, ich weiß, ich bin geheilt in seinen Wunden. Ja, ich weiß, er ist mein Versorger. Das steht schon in der Bibel. Dann zweitens, darüber nachsinnen, darüber meditieren, das auf dein Herz schreiben. Und dann drittens, das Erleben. Und wenn die Bibel mich nicht zum Erlebten bringt, ich werde das umschlagen, werde hoffen und vertrauen und glauben, dass wir noch genügend Papier haben. Ich schreibe es euch auf, weil das so wichtig ist. Erstens, Wissen. Zweitens, Anerkennen. Drittens, Erleben. Erstens Wissen, zweitens Anerkennen, drittens Erleben. Das ist, wofür die Bibel da ist. Wie viele Menschen, die lesen die Bibel und die sind so stolz auf ihr Bibelwissen, die können die Bibelverse zitieren. Ja, ich kann auch viele Bibelverse zitieren. Nur ich sage dir, jeder Bibelverse, den du zitieren kannst, aber nicht erlebst, da hast du etwas falsch gemacht. Jeder Bibelvers, den du weißt, aber nicht erlebst, hast du etwas falsch gemacht. Wenn das Wissen der Bibel, das Kennen der Bibel, wichtiger geworden ist wie das Erleben der Bibel, dann hast du die Bibel falsch angewendet, falsch interpretiert, falsch verstanden. Egal, was du in der Bibel für Wissen erlangst, dieses Wissen muss dich dazu bringen, dass du es anerkennst als die Wahrheit. Meditierst, darüber nachsinnst, es auf dein Herz schreibst und das wird dich immer hierher bringen. Also zuerst die Bibel wissen, dazu musst du sie lesen. Bleib da nicht stehen, dann erkennst du es als Wahrheit an. Du bist eine Neuschöpfung in Christus, das erkennst du an und dann erlebst du es auch. Dann lebst du als Neuschöpfung.
Denke mal, wie viel wir die Bibel verwendet haben, einfach hier stehen blieben. Noch einen Kurs, noch ein Seminar, noch eine Lehre. Ach, jetzt habe ich riesiges Bibelwissen. Ja und? Ja und? Wenn das Wissen der Bibel wichtiger wird als das Erkennen, das Kennen, das Erleben des Schöpfers, denjenigen, der hinter der Bibel steht, habe ich die Bibel falsch angewendet und auch falsch interpretiert. Mein Lieben, wir sehen uns bald. Tschüss. Darum zum Beispiel, dann wirst du wirst nicht finden, dass Jesus über den neuen Bund gelehrt hat. Er hat ihn einmal nur kurz erwähnt. Und der Apostel Paulus, und das müssen wir auch verstehen, Jesus hat das Reich Gottes gepredigt. Und der Apostel Paulus, der hat in Wirklichkeit das... Hallo, hallo, meine lieben Freunde. Wenn ihr diesen YouTube-Video genossen habt, wenn ihr diese Lehre genossen habt und gesegnet worden seid und immer wieder kommen Fragen an uns rein, das war so für uns segensreich, wir haben so viel gelernt, aber wo gibt es noch andere Sachen, wo können wir mehr erfahren? Und ganz simpel, wir haben alle Sachen zusammengestellt, wir haben einen Mentoring, eine Gemeinschaft ohne Begrenzungen, wo wir jede Woche 30-minütigen speziellen Lehre aufgenommen haben, nur für diese Mentoring-Gruppe, wo einmal im Monat eine Live-Mentoring ist über Zoom, wo man auch interagieren und fragen kann. Brasilien Kids Care, ein wunderbarer Verein, den der Herr uns geschenkt hat, wo wir Waisenhäuser bauen und Kinderhäume hier in Brasilien. Eine Schule des prophetischen Übernatürlichen auf Deutsch, ähnlich auch in Europa. Unzählige Bücher, die der Herr mir geschenkt hat und die auch auf Deutsch erhältlich sind und so viele andere Dinge. Wenn ihr wissen wollt, was es noch alles von uns für euch gibt, einfach diesen Link klicken und dort kommt ihr direkt hin zu der Seite, wo ihr einfach alle Informationen habt, was wir alles noch auf Deutsch zur Verfügung haben für euch. Ganz herzlichen Dank. Unser größtes Anliegen ist es, die Güte Gottes auf der ganzen Welt zu verbreiten und ein Segen zu sein für so viele Menschen. Herzlichen Dank.